Hello again. Good evening for the last session on day three of the Congress. I'm really happy to see so many of you so late interested in such a particular topic that might be really, really relevant for... Ja, schönen guten Abend zusammen. Es wundert mich ja, dass trotzdem noch so viele gekommen sind, obwohl das ja schon ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Zu dieser späten Uhrzeit, und wir werden gleich mehr zu DMA-Attacken sehen, also Direct Memory Access-Attacken. Direct Memory Access bedeutet direkter Speicherzugriff. Wir werden in Zukunft den englischen Begriff dafür verwenden. Hallo, vielen Dank. Heute Nacht sprechen wir über öffentlich verfügbare FPGA-basierte DMA-Attacken. Mein Name ist Ulf Frisk und ich gebe euch heute Abend ein paar Demos. Ich fange mal mit ein bisschen Hintergrundinformationen an und vorangegangene Arbeit in dem Bereich von DMA-Attacken. Dann werde ich eine Live-Demo machen, wo wir PCI Transaction Layer Packets übertragen werden, werden Speicherdumps machen und werden uns ein FPGA-Design anschauen. Danach schauen wir uns noch etwas fortgeschrittene Attacken basierend auf DMA-Attacken an, greifen ein Linux-System an und ein UEFI-System an. Und mit einer UEFI-Attacke kann man dann auch Secure Boot angreifen und damit zum Beispiel ein Windows 10-System angreifen, das Virtualization-Based Security verwendet. Dann schauen wir uns noch zuletzt zukünftige Hardware an. Mein Name ist Ulf Risk. Ich arbeite im Finanzsektor in Schweden. Ich habe auf der DEFCON und auf der SECT-Konferenz präsentiert. Ich habe das PCI-Leash DMA-Angriff-Toolkit geschrieben. Ich möchte noch einen kleinen Disclaimer machen. Ich gebe diesen Talk als Privatperson. Mein Employer hat hiermit nichts zu tun. Was ist PCI-Leash FPGA? PCI-Leash FPGA ist eine Kombination aus dem Xilinx SP605 dem Entwicklungsboard und dann noch einem USB-Add-on-Board. Und es ist ein PCI-Express, ein Lane-Karte, die man in den Zielcomputer, also in den Victim-Computer einfügt. Und dann wird sie auch noch zum Angreifer-Computer verbunden. Und so kann man dann vom Angreifer-PC aus über USB PCI-Express TLP Transaction Layer Packets über USB in den FPGA laden. Und vom FPGA wird das dann über PCI-Express ins Zielsystem geladen. Zusammen kostet das ungefähr $495 für und plus $66. Und man kann DMA bis zu 75 Megabyte pro Sekunde mit dem Gerät machen. Alles, was ich selber gemacht habe, ist komplett Open Source, aber ich verwende einige Blobs, die proprietär von jeweiligen Vendor sind. Aber und deswegen habe ich halt auch den Talk-Titel nicht Open, sondern nur Public genannt. Falls ich das mit dem USB 3380 vergleiche, das ist dieses Jahr ausverkauft worden. Die FPGA-Lösung ist etwas teurer. Das ist nimmt mehr Platz weg, ist etwas langsamer. Es ist aber viel stabiler und man kann 64-Bit DMA-Adressierung machen. Das heißt, man kann also Speicher über 4 GB adressieren, nicht nur drunter. Das ist also ein Riesenunterschied im Vergleich zur alten Hardware, die nur Speicher unter 4 Gigabyte ansprechen konnte. DMA-Attacken sind schon seit fast die ganze Zeit da. Ihr habt vielleicht von Inception oder Firewire DMA-Angriffe gehört.
Als Antwort auf DMA-Attacken und auch wegen des steigenden Bedarfs an Virtualisierung wurden die IO-MMUs nach 2008 eingeführt, oder VTD. Wenn die IO-MMUs richtig benutzt werden von der Firmware und dem Betriebssystem, dann können sie vollständig gegen DMA-Attacken schützen, aber das ist, wie wir heute sehen werden, nicht immer der Fall. Es gibt viele Forschungen zum DMA-Angriffe. Ich kann nicht alle erwähnen, aber ich erwähne Caminos Werk mit Ironhide aus dem akademischen Bereich, die er für seine Doktorarbeit benutzt hat. Und also Snare und RZN haben Thunderbolt-Angriffe gemacht in 2014, auch mit dem gleichen Hardware, die ich benutze, den SP605 von Xilinx. Nur ein paar Monaten hat Dimitri Olesio den ersten mit seinem PCI-Hacking-Toolkit mit dem PCI-Need, das meine Arbeit unterstützt. Er hat zuerst Binaries und dann Source Code mit mir geteilt und er hat mich also dazu getrieben, die SP605 zu benutzen vom Anfang an und damit anzufangen. Vielen Dank an Dimitri, ohne dich wäre ich nicht hier. Und PCI Express ist paketbasiert. Die Pakete heißen Transaction Layer Packets oder TLPs. Sie sind Doppelwort, also 32-Bit basiert. Das besteht aus einem Header aus zwischen 3 und 4 langen Wörtern. Und die TLPs können verschiedene Arten haben, also Memory Speicher lesen, Speicher schreiben und Vervollständigung von TLPs. Und mit 64-Bit TLP schreiben, ist unten links, das fängt an, was das für ein Typ ist und dann wird die Länge der Daten, die geschrieben werden sollen, in Nummer von Doppelwörtern angezeigt. Das zweite Doppelwort enthält die Requester-ID. Das ist Device-Number und Bus-Number von dem TLP-Paket, das was geschickt wird. Und weil das 64-Bit Schreibzugriffe sind, braucht man also zwei Doppelwörter in die Adresse. Und dann kommt die Daten. Wenn man beim Schreibzugang schreibt man das einfach am PCI Express Bus und man verlässt sich darauf, dass das geschrieben wird und da kriegt man keinen Acknowledge Back. Bei einem Lesevorgang sieht das fast gleich aus, nur dass da ein unterschiedlicher Typ ist. Und hier machen wir einen 32-Bit Speicher-Auslesevorgang. Wenn man das einreicht, muss man eine Weile warten, dann kriegt man die Vervollständigungs-TLPs zurück mit den Daten, die gelesen wurden. Also lass uns ein Demo machen mit Transmit. Das heißt, wir machen jetzt mal eine kleine Demo und übertragen ein paar Transaction Layer Arrays. Wir sehen hier das FPGA-Board und hier das Opfersystem. Das heißt, wir fügen hier unsere Express-Card in den Zielcomputer ein und starten in FPGA. Und das ist über USB an meinen Computer verwendet, den ich zum Präsentieren verwende. Wenn ich jetzt zurück zu meiner Präsentation wechsle, dann haben wir das jetzt von einem etwas anderen Winkel. Und wir werden jetzt hier ein D-Wert lesen aus dem 64-Bit-Adressraum von der Adresse 4 GB und schauen uns an, was passiert. Hier haben wir den Read-TLP gesendet und wir haben einen Completion-TLP zurückbekommen. Und die ersten drei D-Words da drin sind der Header. Und dann haben wir tatsächlich die Daten hier, was ich eben markiert habe. Jetzt machen wir noch einen Write. Das heißt, ein 64-Bit-Speicher-Write auf derselben Adresse. Das heißt, ein 2D-Wert-langer Write an die gleiche Adresse mit diesen Daten.
Und wir schauen uns an, ob wir die vorangegangenen Daten überschreiben können. Und da wir eine Schreiberoperation machen, bekommen wir keine Antwort zurück. Aber wir können den Speicher nochmal lesen, um zu sehen, was denn eigentlich passiert ist. Das heißt, jetzt lesen wir mal 30 D-Words an der gleichen Adresse. Und hier sehen wir jetzt, dass wir zwei verschiedene Completions zurückbekommen. Und wenn wir am Anfang gucken, dann sehen wir, dass wir die Daten tatsächlich überschrieben haben mit unseren Daten, die wir eben geschrieben haben. Und ja, was wir noch machen können, ist den Speicher enumerieren vom C-System. Da wir nicht wissen, wie viel Speicher in diesem Computer ist, können wir das einfach ausprobieren. Und das können wir machen, indem wir einfach einen kleinen Abschnitt jeder Seite, die wir lesen können, lesen und schauen, wie viel Speicher und auf diese Art und Weise schauen, wie viel Speicher im System ist. Ihr müsst wissen, dass physischer Speicher in einem modernen Computer nicht ein einziger zusammenhängender Raum ist, sondern es gibt dazwischen Löcher, es gibt memory-gemappte Geräte und so weiter. Und deswegen ja, sehen wir, dass es zum Beispiel nach 8 GB aufgehört hat und das heißt, wir schließen daraus mal, dass das System 8 GB RAM hat. Das heißt, jetzt ist es an der Zeit, den Speicher zu dumpen. Das heißt, ja, es dauert ein bisschen, das heißt, wir machen in der Zeit mit der Präsentation weiter. Das sind alles PCI Express Form Factors. Wir haben die Standard PCI Express Card, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ihr habt die Mini PCI Express Karte, die in auf der Rückseite von Laptop ist. Wir haben die Express-Karte, die ich in dieser Demo verwende. Thunderbolt 3 gibt es noch, das heutzutage häufig mit dem USB-3-Connector zusammen auftritt. Und dann gibt es noch die M2-Formfaktoren, die es ja, auch in einer Vielzahl gibt. Hier ist das FPGA-Design, das ich erstellt habe. Es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt einen Block, der die zu übertragenden Daten über USB erhält. Und dann gibt es den Xilinx PCI Express Kern, der auf der anderen Seite die tatsächliche Kommunikation über PCI Express behandelt. Alles, was gelb ist, sind Xilinx IP-Kerne, das heißt, die sind nicht Open Source, sondern proprietär. Und alles, was grün ist, ist Zeug, das ich erstellt habe und komplett Open Source ist und auf GitHub zu finden ist. Wir empfangen Daten über die USB-Verbindung vom kontrollierenden Computer, vom Angreifercomputer und dann haben wir noch Daten und Metadaten, denn wir müssen wissen, welche Arten von Daten wir empfangen. Wenn die Daten ein TLP-Paket sind, dann tun wir jetzt in die erste Queue, also FIFO-TLP. Und wenn es andere Daten sind, dann tun wir es in eine interne Loopback-FIFO. Denn ja, wenn wir dann die Daten aus der TLP-FIFO irgendwann in den Xilinx-Kern übertragen, kommen wir dann noch irgendwelche zurück, auch wieder in der FIFO. Und dann, da wir verschiedene FIFOs haben, aus denen wir lesen müssen oder lesen möchten, brauchen wir irgendeine Form von Merge-Logik, also die verschiedenen FIFO-Inhalte in einen Stream zusammenführt. Und dann geht das dann wieder zurück. Und die ganze Formatierung von den TLPs und so weiter ist passiert alles auf dem Controller-Computer. Ist alles relativ einfach, aber es funktioniert. Und jetzt gehen wir in einen etwas fortgeschrittenen DMA-Angriff. Lass uns einen Linux-Kernel finden und dann patchen. Das ist Linux-Siter-Version 4.8 ist der Kernel vollkommen randomisiert. Also landet er mit großer Wahrscheinlichkeit jenseits des 4 GB Limits. Also das kommt da also wirklich zum Glänzen, meine Version. Und
also lass uns das jetzt starten und das Filesystem mounten und den Computer entsperren. Jetzt haben wir Linux-Computer, der Memory Bump war erfolgreich. Das ist etwas langsamer jetzt, weil das durch einen USB-Hub geht, aber der Memory Dump scheint funktioniert zu haben. Wir schalten um zum FPGA-Bild, zum FPGA-Image. Jetzt versuchen wir da auf diesen Computer einzuloggen mit einem einzelnen A als Passwort. Und das ist das falsche Passwort, das kann nicht in das Linux-Computersystem reinkommen. Wenn wir zurückschalten zu der Präsentation, kann man ein Kernel-Modul einfügen in den laufenden Linux-Kernel. Wir versuchen den Kernel zu finden, zu lokalisieren. Und wir können sehen, dass er jetzt diesmal unterhalb 4 Gigabyte ist, was funktioniert. Jetzt lass uns das Live-File-System mounten mit dem Kernel-Adresse. Wenn das File-System gemountet ist, können wir einfach draufklicken. Wir haben das Live-RAM noch nicht gemacht. Im EDC-Fort gibt es das Shadow-File-Hashes mit den Hashes von den Usern. In unserem Lieblingseditor können wir das editieren. Da gibt es eine Menge User-Accounts mit den Hashes und ein User-Account mit einem sehr langen Passwort-Hash. Und wenn man diesen Passwort-Hash kennt, dann kann man das cracken, aber das ist nicht so spaßig. Das kann man einfach löschen und ersetzen mit etwas anderem. Und dann Save drücken. Mal schauen, ob wir anloggen können, wenn wir zurückschalten aufs FPGA. Kann man das einfach das Passwort von A benutzen. Und diesmal geht's. Thank you. Vielen Dank. So let's go back to the presentation. Lass uns zurück zur Präsentation gehen. If we go through the other computer here, wenn wir durch den anderen Computer hier gehen, if we can switch the camera to the other computer. Wenn wir die Kamera zum anderen Computer nehmen, das kann auch UEFI angreifen. Manche UEFI kann sich DMA gegen DMA schützen, aber die meisten machen das nicht. Wenn man in UEFI reinkommen kann, dann kann man auch das sichere Booten kompromittieren. Lassen wir heute versuchen, die Exit Boot Services zu ändern. Das heißt, wir versuchen jetzt, das Zielsystem anzugreifen brauchen da zunächst erstmal das Memory Mapping und dann patchen wir tatsächlich einfach den Windows-Kernel, der in dieser Stage geladen wird. Und Dimitri hat hier in diesem Bereich schon viel Arbeit geleistet. Das heißt, es wäre mit Sicherheit gut, wenn ihr euch auch seine Arbeiten anschaut. Hier haben wir jetzt ein anderes System. Wir müssen jetzt den FPGA ein bisschen umbasteln. Ja, diese ganze Kabellage hier. So. Was wir jetzt tun, ist den FPGA wieder in den noch nicht gebooteten Computer reinzustecken. Und wenn wir ihn jetzt starten, dann wechseln wir zurück zur Präsentation. So, das Programm sagt Fail to connect to the device. Versuchen wir das nochmal. Ja, es funktioniert dieses Mal
besser, wahrscheinlich eine kaputte Verbindung oder sowas. Der Computer startet und der Loader hat dann tatsächlich in die Exit Boot Service Funktion aufgerufen und die haben wir mit unserem Code ja getrappt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Speichermap, die wir haben. Und in dieser Stage befindet sich der Windows-Kernel tatsächlich schon im Speicher. Und auch der Secure-Kernel und so weiter ist auch alles im Speicher. Aber das Betriebssystem ist noch nicht gebootet. Das heißt, es kann sich noch nicht gegen DMA-Attacken schützen. Und das heißt, wir können jetzt einfach den Windows-Kernel patchen. Und wenn man sich Windows Virtualization Based Security anschaut, dann gibt es da etwas, das man einschalten kann, um Kernel-Code-Integrität sicherzustellen und vom Hypervisor und bezüglich bösartigen DMA-Attacken haben dann Hypervisor und das sichere Kernel keinen Zugriff jetzt auf. Normale Speicherseiten werden als read-only markiert. Das heißt, wir können den Speicher dort nicht direkt patchen und nicht ausführbare Seiten sind so wie immer einfach read-write gemappt. Und wie ich gesagt habe, sind die ganzen Integritätsfeatures von Windows zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschaltet, denn der Windows-Kernel ist ja noch nicht gebootet. Das heißt, wir versuchen jetzt, dort Code einzufügen. Hier haben wir mit unserem UEFI-Modul kommuniziert und haben den Windows-Kernel lokalisiert, laden ein paar Code-Caves da rein, um unseren Code reinzuladen. Und jetzt bootet Windows inklusive Virtualization-Based Security. Das heißt, wir können den Kernel ab jetzt nicht mehr modifizieren, aber unser bösartiger Code ist ja schon drin. Und das heißt, wenn wir uns jetzt den Computer anschauen, haben wir hier den Windows-Computer, versuchen uns einzuloggen, ohne überhaupt irgendein Passwort. Und wie ihr seht, konnten wir uns nicht einloggen. Ändern wir das? Wir spawnen einfach eine System Shell in dem Windows. Und wir sind tatsächlich auch, also wir führen diese Shell mit Systemprivilegien aus. Und ja, wenn wir System sind, wenn wir Systemprivilegien haben, dann können wir einfach das Passwort vom User-Account löschen. Und wenn wir uns jetzt wieder den FPGA anschauen und den Laptop anschauen und uns einloggen, dann sind wir einfach drin. Wenn wir jetzt zur Präsentation zurückgehen, können wir das den Speicher dumpen vom Windows-System. Dann kriegt er eine ganze Menge falsche, unlesbare Seiten mit dem I.O.-Menü. Das schützt Windows, das sind die Secure Kernel und Hypervisor Seiten in Windows, aber alles andere können wir lesen. PCI Leech FPGA ist Open Source, zumindest der Teil, den ich geschrieben habe. Man kann das auf GitHub finden und ich habe das so leicht benutzbar zu machen wie möglich. Man braucht kein vorheriges FPGA-Kenntnisse. Man müsste es einfach auf die Hardware flashen können und dann DMA-Angriffe starten können. Leider ist das Windows nur Windows, auf dem Angriffer-PC, also mit Linux, es noch mit ein paar Treibern und Probleme gibt. Ich hoffe, dass ich das bald beenden kann. Und was noch interessanter ist, ist, dass es bald eine ganze Menge Geräte gibt, die DMA-Attacken machen können. Hier ist ein Beispiel für eine andere Hardware, das PCI Express Streamer mit bei Key2 für FR.
Antinamin. Das ist leichter zu benutzen. Das ist weniger, es kostet weniger als die SP605. Es kann mehr. PCI Generation 2. Und ich plane da Unterstützung dazu zu addieren in 2018, also früh nächstes Jahr, hoffentlich in den nächsten Monaten. Um alles zusammenzufassen, günstige FPGA-DMA-Attacke ist heute die Realität. Also physikalischer Zugriff ist immer noch ein Problem. IOMMUs sind da, aber werden nicht immer benutzt. Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass da noch mehr Forschung gemacht werden muss in diesem Feld. Und ich hoffe, dass meine Werkzeuge da für euch alle, die interessiert sind, nützlich sind. Vielen Dank. Thank you so much, Ulf. So everybody just saw that you should keep your devices always on the person, and we have questions. Microphone wir haben Fragen. Mikrofon 1. Also eine Frage, die ich habe. Aktuell dumpst du einfach Speicher und modifizierst den Speicher und patchst den Kernel und so weiter. Hattest du vielleicht die Idee, einen Treiber für eine virtuelle Maschine zu schreiben, die den Speicher einer anderen Maschine in ihren eigenen Speicherbereich mappt, dass man eine andere Maschine angreifen kann. Dass man zum Beispiel den Speicher der angegriffenen virtuellen Maschine modifizieren kann. Ich bin dann noch nicht in die Angriffe auf virtuelle Maschinen gegangen, aber es ist eine interessante Idee. Ich habe Kernel-Zugriff zu dieser Zeit, das sollte also möglich sein, aber das ist ein anderes Projekt von mir. Meine Zeit ist etwas begrenzt hier. Das Material gibt es schon, also es wäre gut, wenn das dann jemand machen würde, es wäre ganz nützlich. Wir haben viele Fragen vom Signal Angel. Es sind tatsächlich gar nicht so viele, sondern nur zwei. Was hat dich davon abgehalten, das PCI Express Gerät davon abgehalten ist, ohne irgendwelchen proprietären Code zu implementieren? Und ist irgendwas durch diesen proprietären Kram limitiert? Ich glaube, ich kriege das bald in Windows, in Linux zum Funktionieren. Ich hatte da mit den Treibern in Linux ein bisschen ein Problem. Das muss einfach die Zeit finden, um das zu machen, um die Treiberprobleme zu lösen. Und das andere Frage, ich bin jetzt ziemlich Neuling in FPGAs. Ich benutze einfach die Default-Werkzeuge, die Xilinx Toolkit zur Verfügung steht. Es sollte möglich sein, einige Elemente mit öffneren Elementen in diesem Entwurf zu ersetzen, aber ich bin noch etwas neu in FPGAs und das ist mein erster Versuch in FPGAs. Es sollte möglich sein, das auch zu tun. Also es sollte miteinander reden. Es sollte miteinander mehr reden. Also ich frage mich, ob du den Speicher zugreifen kannst, der von der Intel Management Engine benutzt wird. Nein, das ist jenseits der Zugriffen. Also das wird im Plattform-Controller-Hub weggemappt. Es sollte nicht möglich sein, das System Management Mode Memory zuzugreifen oder das Management Engine Memory. Du benutzt ThinkPads, wie ich gesehen habe. Sind irgendwelche BIOS-Einstellungen von diesen ThinkPads in der Lage, deine DMA-Attacken zu blockieren? Ist es zum Beispiel möglich, den PCI Express Port zu blockieren? Express-Card-Slot zu deaktivieren hilft, weil dann kann ich da nicht rein in den Express-Slot. Aber wenn du das aufschraubst, dann gibt es sowas wie eine Wi-Fi-Karte da drin. Das ist wahrscheinlich auch PCI Express und das ist vielleicht schwieriger, das zu deaktivieren. Wenn ich vielleicht noch darf, die Frage vor dem letzten, die kann ich tatsächlich beantworten. Man kann einige von den Xilinx Cores nicht ersetzen.
das ist sogenanntes Hard IP, das heißt, das ist auf den FPGAs, die man nicht ersetzen kann. Also, das ist einfach Hardware. Ja, das ist Hardware. Und die, aber die FIFO sollte man machen können, wahrscheinlich. Vielen Dank. On microphone 2, did you want to say something still? Okay, no. So, thanks again. Thank you all for nochmal vielen Dank. Danke, Frisk. Also nochmal Mikrofon 1. Also, bezüglich der Hard IP, was diese Hard IPs normalerweise implementieren, ist das physische Interface zu PCI Express, das eben diese Transaction Layer Packets baut. Aber das DMA ist tatsächlich meistens mit einem IP-Core implementiert. Das heißt, dieser DMA-IP-Core ist normalerweise proprietär und benutzt aber dann den Hard IP für den physischen Layer vom PCI. Das heißt, man bräuchte einen offenen DMA-Core. Ja, vielen Dank. Fragen sind. So, wir sind dann wohl fertig. Alle Fragen zu Ende. Ihr werdet jetzt umgeben sein von anderen Fragestellen. Aber wir wünschen euch einen schönen Abend und nochmal vielen Dank an Frisk.